Wenn man über Holunder spricht, denkt man eigentlich immer an Holunderblüten. Nur wenige Menschen, die sich wirklich mit Botanik beschäftigen, wissen, dass es einen roten Holunder und einen schwarzen Holunder gibt. Recht herzlich willkommen zu einer Holundring-Sendung. Heute dreht sich alles um den Holunder, von der Holunderblüte über den roten Holunder bis hin zur schwarzen Holunder und das Ganze gespickt mit einigen kulinarischen Tipps. Gemeinsam mache ich heute diese Sendung mit Andreas Franzl von der Brennerei Oberkörb aus Dorfen in Bayern. Andreas, servus. Wolfgang, grüße dich. Andreas, ich werde jetzt mal ein bisschen ausholen. Ich habe in letzter Zeit recht viel fotografiert, die Bilder werden mit eingeblendet. Ich habe den Holunder sehr genau beobachtet und habe sehr viele Bilder gemacht. Die Holunderblüte, die Holunderknospen und natürlich dann den fertigen roten Holunder und den fertigen schwarzen Holunder, den Reifen. Es ist spannend zu sehen, was aus der Holunderblüte aus gemacht werden kann. Aus der Holunderblüte wird Holundersekt, wird Holundersaft gemacht, auch in der süßen Abteilung wird der Holunder gerne verwendet. Auf der einen Seite kann der Holunder, die Blüte, gebacken werden. Auf der anderen Seite kann auch ein Saft draus gemacht werden. Und bei uns im Mölltal auf dem Berg oben habe ich einmal gegessen, Krapfen mit Holundersauce. Das ist schwarzer Holundersaft mit Butter und Honig. Und darin wird eben der Krapfen gedunkt. Und ich persönlich habe mir den Spaß gemacht, aus den unreifen Holunderknospen bzw. aus der unreifen Holunderbeere etwas zu machen. Die Holunderbeeren habe ich gepflückt, habe ich gerebelt. Das ist eine Sisyphusarbeit. Danach habe ich sie in Essig mit viel Salz eingekocht, sodass sich die Farbe verfärbt, dass sie von grün auf dunkelgrün gehen. Und danach abgesäet das Ganze und dann in Olivenöl gegeben. Das Ganze dann in ein Glas hinein und verwendet wird. Man kann es zu Käse dazu essen, aber super ist es auch zu Fisch dazu. Es ist praktisch eine Art fruchtig-säuerlicher Kapernersatz. Aber jetzt reden wir mal über den roten Holunder. Hast du einmal roten Holunder gebrannt? Wir brennen schon seit Jahrzehnten roten Holunder, also Hirschholunder. Ja, die Thematik ist ja das, man sagt immer ein bisschen so, auch an sich, also er duftet ein wenig strenger, also diese Milchsäuren-Touch mit drin hat, das verschwindet, aber beim Brand, er ist sogar wesentlich, ich sage jetzt einmal so, milder von der gesamten Charakteristik her, als an sich also der Schwarze. Er ist aber anscheinend wesentlich säuerlicher als der Schwarze, oder? Nee, also als Brand ist er nicht säuerlich, als Brand ist er sogar im Endeffekt aromatischer. Andreas, du brennst ja auch einen schwarzen Holunder. Wie Ja. beschreibst du deinen schwarzen Holunder? Es ist im Endeffekt also wirklich eine ganz dichte, holundertypische Aromatik, die mit Blüte nichts zu tun hat. Leider haben ja viele nur noch die Blüte im Kopf und nicht mehr die Beere. Ich darf mal kurz was hier ins Glas tun, weil dann ist natürlich die Beschreibung wesentlich einfacher. Kannst du Ich das verwende Glas an sich also Glas sehr. zu mir herbeamen? Ja, gut, schwierig, aber ich versuche es einmal das so zu beschreiben, dass also du bei mir bist. Ja, okay, Start. Auch hier wirklich diese extrem schöne, reife Beere, zusätzlich aber auch also jetzt hier sehr kräutrige, frische Aromatiken, genau dieses Erlebnis, wenn ich sage, also jetzt hier, ja, dieser Germknödel, bei uns sagt man Dampfnudel dazu, mit diesen Ja. eingekochten Holunderbeeren, wo noch eine Zimtstange mit dabei ist, dieselbe Thematik findet man im Glas, aber auch also eine sehr hohe Assoziation hin eben auch zu Grapefruit, also auch diese frischen Töne, die mit drin sind, aber eben durchaus, ja,
über die dunklen Töne, über Kakao und so Sachen begleitet. Hast du andere Bärentöne auch noch drinnen, von Johannisbeere über Brombeere, über Heidelbeere? Ist da ein kleines Portfolio drinnen? Also eine sehr, sehr reife Brombeere findet man. Dann sind wir schon fast bei After Eight. Dann sind wir schon fast bei After Eight, ganz zart. Ja, also von der Beschreibung her geht es natürlich in die Richtung. Eben diese Minzigkeit, also auch diese dunklen Töne in die Bitterschokolade, das kann man jetzt durchaus drin finden. Okay, du magst ja auch ein Attich. Was ist das genau? Ja, Attich ist hier rein optisch nur als reife Frucht verwechselbar mit dem schwarzen Holunder. Als Staude nicht, das ist eine einjährige Staude. Das Pferd im Hintergrund, nein, ist eine einjährige Staude, die an sich im Vergleich zum schwarzen Holunder wirklich als Frucht dann auch giftig erscheint. Und was ganz erstaunlich ist, im Brand oder wenn man die Beeren so verkostet, sind sie extrem bitter, sind sie extrem astringierend. Kann man eigentlich fast nicht, ich verstehe es nicht, wenn jemand an sich hier Probleme hat, gesundheitlich, weil es mit der schwarzen Holunder verwechselt, wenn man Saft macht, weil schmecken tut sie also im Rohzustand wirklich nicht. Im Glas als gebrannte Frucht hat sie eine unwahrscheinlich feine Stilistik, eine runde Stilistik, auch eine weiche Stilistik, was man nie vermuten würde, dass also jetzt hier das Grundmaterial so eine Stilistik dann also im Glas sich zeigt. Danke, dass du uns so viel jetzt über die Welt des Holunders erzählt hast. Wir wissen ja, dass der Holunder im Grunde genommen vor allem der Rote von den Kernen her giftig ist und dass er gekocht werden muss, damit er eben gegessen werden kann. Aber ich glaube trotzdem, die beste Form des Holunders, egal in welcher Farbe, ist die destillierte. Andreas, danke für deine Teilnahme heute. Hat Spaß gemacht, danke. Ja, danke vielmals. Liebe Zuschauer, danke, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Schön wäre es, wenn es wieder heißt, Servus bei den Inside World Spirit Shots. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Gin, Gin und Prost.